gestürzt und ersetzt werden und treiben dort die Menschen bis an ihre Grenzwerte. Destabilisieren Länder so in einem Ausmaß, dass Amerika die Kontrolle dort dann auch hat. Bestimmen kann, was gut oder was schlecht ist. Fakt ist, das ist alles eine gut durchdachte Taktik. Falsche Propheten oder falsche Führer, so wie Klitschko, sind deutlich die wahren Lügner. Die falschen Propheten der Neuzeit gibt es nicht nur in der Politik, sondern auch in unserer so geliebten Musikindustrie. Zum Beispiel Kollege, ein gutes Beispiel, behauptet Killuminati zu sein, doch Tupac beleidigt ein Mann, der die Industrie damals aufgedeckt und es veröffentlicht hat. Denn dafür wurde er getötet, verdammt. So ein Mann war ein Held für die ganze Welt, denn er sprach für uns und für all Rebellen, für die Unterdrückten und die Boykottierten. Das wusste jeder, der seine Songs studierte. Und heute kommen Rapper so wie Haftbefehl, bringen die Kids mit Dark Life auf den falschen Weg, rappen nur über Bitches, Gewalt und Fame und zerstören das gesamte Game. Denn die Kids glauben alles, alles, und folgen diesem Unfug, sitzen heute im Knast oder verloren ihre Unschuld. Die Zeit ist reif und ich texte es auf, was ich an Wissen besitze, reicht für ein Track nie auf. Aber Hauptsache ist, ich kann dich hiermit bewegen, damit du mal das Wichtigste verstehst. Wir sind in dem System gefangen und können nicht raus, solange du mir diese Wörter nicht glaubst. Ich hab alles recherchiert, hab mich jahrelange vorbereitet, um den Track dann irgendwann mal so zu schreiben, dass dich packt und nicht fesselt, sondern entfesselt. Wir waren lang genug gefangen, darum spreche ich in diesem Text den Kummer aus meiner Seele. Seh Hunderte draußen quälen sich durch Hunger und die Probleme von unseren tollen Systemen. Genug von ihren Regeln sind durchgekommen und legten nur Schutt und Asche im Regen von luziferischen Plänen. Bin zuversichtlich und bete zu Gott, und kein Mensch kann mich aufhalten. Nein, ich nehme den Block, kritzel alles auf, was aus meinem Herzen liegt. Bitte glaub nichts mehr, was du im Fernsehen siehst. Alles ist gelogen, alles wird nur zensiert. Verbrenne die Zeitungen, die die Masse manipulieren. Schmeiß den TV raus und mach dich frei. Jetzt folgen Infos, die Wahrheit ist, was ich schreib. Also lass dich treiben und lehn dich zurück. Hör mir zu und ich geb dir mehr als ein Stück von meinem Wissen. Das ist das, was den Menschen heute fehlt, weil sie ihre Ängste so quälen. Nichts ist in Ordnung, in der Wall Street sind die großen Gangster. Denn das alles gehört den Rothschilds und den Rockefellers. Sie führen alle einen Krieg um die Staaten. Das sind die größten Familien der Illuminaten. Das Geldsystem wurde von ihnen erfunden, und seither haben wir nur noch Kriege und Schulden. Denn das Geldsystem ist ein großer Witz. Sie leihen den Staaten das Geld zu einem hohen Zins. Die Staaten schaffen es nicht, sie zurückzuzahlen. Wieso auch? Weil sie nicht mehr im Umlauf haben. Verstehst du, was ich meine? Damals hießen sie noch Geldnoten und heute aber Scheine. Denn es scheint nur Geld zu sein. Frag mal einen dieser Banker. Mehr als 80% auf der Bank und im Umlauf sind Jira-Gelder. Jira-Gelder. Das bedeutet Geld, das null existiert. Unser System ist auf Schulden basiert. Und während draußen Hunderte frieren und so krepieren, geht ihr ins McDonald's und konsumiert die Scheiße und unterstützt den Gaza-Krieg, weil euer Geld zu den israelischen Staaten fließt. Hol dir doch den Burger bei einem Imbiss, der sie frisch macht und die Tiere nicht mit deinem künstlichen Gaza-Stick hat. Dasselbe gilt für Kentucky Fried Chicken und Burger King, weil die alle dieselben Mörder sind. Die meisten hören nicht hin und denken, ich mach Spaß. Doch warum wurde Israel in den letzten Jahren so stark? Denk mal drüber nach, Milliarden Umsätze im Jahr. Damit werden Waffen und ihre Schutzwesten bezahlt. Mach dich lustig drüber, ja, denk an die Kinder, die dort kreischen, die Väter, die dort leiden und die Mütter, die dort weinen. Mal sehen, ob du deinen Burger runterbringst oder im Hals stecken bleibst, bis du keine Luft mehr kriegst. Du musst aufwachen, sonst geht es nicht mehr lange. Die Medien verdrehen hier das Ganze. Sie machen alle Werbung für Konzerne, im Fernsehen für Konzerne und Stiftung Warentest, die Bewertung für Konzerne. Die stecken alle unter einer Decke und keiner ihrer Kunden kann es testen. Hast du dich mal gefragt, weshalb du einfach so krank wirst? Von der Kälte kann's nicht sein, das sagte mal ein Arzt mir. Weißt du, was Chemtrails sind? Kondensstreifen von Flugzeugen, die künstliche Wolken in der Luft zeugen. Das Hauptsystem sendet elektromagnetische Wellen und verstreut die Wolken eben genau da an diesen Stellen. Du atmest die dreckige Luft ein, wirst krank und steckst dir dann Tabletten in den Mund rein. Novartis freut sich über jeden Konsumenten. Es ist ihnen egal, denn sie geben's doch nur Menschen, die krank sind und sie sich so retten. Doch unser Körper heilt sich eigentlich von selbst ohne diese Tabletten. Unser Körper gewöhnt sich an die Drogen, die sie uns geben, aber verbieten hingegen Cannabis dieses und jenes, obwohl Cannabis viel harmloser ist. Aber diese Pflanze dich zum Nachdenken bringt. Verstehst du, was ich sagen möchte? Sie wollen nicht, dass wir eigene Gedanken schöpfen. Sie wollen nicht, dass du Zeit hast, darüber nachzudenken.